ich darf euch herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und dem SV Rödinghausen. Ich habe aus organisatorischer Sicht eigentlich nur eine Änderung zum Spiel gegen Gladbach, und zwar, dass die Gottschalk-Tribüne geöffnet ist. Dementsprechend ist eben am Freitag dann auch der innere und äußere Stadionumlauf geschlossen. Ja, dann können wir auch schon direkt zur Personalsituation kommen. Wie sieht die aus am Freitag? Ja, im Gegensatz zum Spiel gegen Borussia hat sich jetzt nicht viel geändert, außer dass logischerweise Philipp Zeiger wieder spielberechtigt ist. Die anderen Jungs, die verletzt sind, Langzeitverletzten sowieso nicht, und auch Kevin Grund wird noch ausfallen. Alle anderen sind Stand heute aber gesund und munter. Ja, dann direkt zu euren Fragen. Wird heute noch jemand präsentiert? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Fußball ist noch vieles möglich. Und ich glaube, gerade wenn man die Trans oder länger dabei ist, weiß man, dass gerade in dieser letzten Sekunden, Minuten schon immer noch mal was passieren kann. Deshalb möchte ich das auch nicht ausschließen. Nur auf der Zugangsseite, oder kann auch noch jemand den Verein verlassen, oder ist da keiner an Sie herangetreten? Ich glaube, das ist nicht so. Nach der Niederlage jetzt gegen Gladbach, zweite in der Liga, jetzt die zweite Heimniederlage, jetzt kommt Rödinghausen. Vom Tabellenbild her eher ein Gegner, den man schlagen muss in An und Ab. Wie groß ist denn jetzt der Druck, den Sie spüren oder die Mannschaft spürt? Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass wir uns schon irgendwo jetzt auf das Spiel wieder freuen. So genauso wie wir uns auf die letzten Spiele auch gefreut haben. Klar ist natürlich, dass wir jetzt nach den zwei Niederlagen schon wieder gucken müssen, dass wir über kurz oder lang in die Spur kommen, dass wir Spiele gewinnen, dass wir punkten. Alleine um diese, ich sage jetzt schon nach wie vor positive Tendenz, die wir haben, irgendwo zu unterstreichen. Da helfen natürlich Ergebnisse. Und da ist am Freitag die erste Möglichkeit, das eben auch genau zu unterstreichen. Dafür müssen Tore her. Ja, dafür müssen Tore her. Aber das ist sehr schlau. Wir müssen Tore für her, aber wir dürfen auch keine Fehler machen. Also wir haben auch dann, darf man auch nicht vergessen, 6 Tore kassiert. Und jetzt gerade am Samstag war komplett unnötig. Also wir würden anders hier sitzen, wenn wir uns nicht so, ich sag jetzt mal vorsichtig formuliert, nicht schlau angestellt hätten, sondern hätten wir 0-0 gespielt, hätten wir immer noch die Thematik zu sagen, hey, wir müssen mal Tore machen, aber ich wäre beunruhigter, wenn ich sagen würde, wir haben gar keine Chancen. Das wäre für mich dann wesentlich schlimmer. Dem ist nicht so. Und ich war lange genug Stürmer, um zu wissen, dass es immer mal so Phasen gibt. Also es ist auch durchaus erlaubt, dass andere Leute mal ein Tor machen, nicht nur die Stürmer. Und ich weiß, wie wichtig es gerade für einen Stürmer ist, ein Tor zu machen. Und daran arbeiten die Jungs. Und gerade wenn man Marcel Platzek sieht, als Beispiel, wie viel der Junge arbeitet und ackert, dann fehlt ihm ganz einfach ein Tor. Und Frankie muss man einfach sagen, dass er auch, er ist 14 Tage fast komplett ausgefallen und hat noch aus dem Stand 120 Minuten gegen Bielefeld gespielt. Mit einer hohen Laufleistung als jetzt 35-Jähriger. Also deswegen. Nehme ich die Jungs jetzt auch mal in Schutz und natürlich auch in dem Wissen, dass wir sie brauchen. Weil das sind schon dann hauptsächlich die Jungs, die Tore machen können und es auch sollen. Lassen Sie mir jetzt ganz banal verstärkt Torschusstraining trainieren? Ja, das ist so einfach für mich. Ja, also, ja. Ich stelle 5 Meter vor das Tor und ich schieße auf den Tor, schieße den Ball rein. Nein, ich glaube, dass wir immer schon viele Abschlussaktionen haben. Klar kann man das irgendwo trainieren, aber letztendlich kommt es dann immer darauf an. Ich glaube schon, dass wir einfach auch konsequenter sein müssen, dann vor dem Tor. Ja, und haben wir auch gerade gegen Gladbach in der zweiten Halbzeit uns viele Dinge, glaube ich, rausgespielt oder erzwungen auch, aber waren dann im letzten Drittel auch einfach nicht entschlossen genug.
betraf nicht nur die beiden, sondern betraf alle anderen auch, dass wir da einfach nicht klar genug waren, die Dinge dann so zu Ende zu spielen, um eben das Tor dann auch zu machen. Und daran arbeiten wir. Ja. Also wieder Lippfüllerzeiger in der ersten Elf? Oder steht es? Philipp würde auf jeden Fall spielen. Ja. Das ist für uns ein ganz wichtiger Spieler. Ja, ich würde auf jeden Fall spielen. Hast du noch andere Gedanken, was Änderungen angeht? Oder? Die macht man sich, glaube ich, wenn man Trainer ist, täglich, stündlich, minütlich. Die mache ich mir auch. Ist auch möglich, dass es Änderungen gibt. Meistens hat man nach dem Spiel, wenn man den verloren hat, den Eindruck, man müsste alle 11 austauschen. Ist natürlich logischerweise nicht machbar. Im Laufe der Woche ändert sich das schon mal ein bisschen, dann werden es manchmal weniger. Auch aufgrund dessen, wenn man sich das Training anguckt und guckt, wer bietet sich jetzt an, wer kann sich anbieten. Ja, aber Veränderungen sind nicht auszuschließen. Jetzt haben Sie Marcel Plasek angesprochen, der unheimlich viel rackert und läuft. Vielleicht läuft er ein bisschen zu viel, also dass ihm ein paar Prozente vor dem Tor vielleicht fehlen. Gibt es auch Überlegungen, dann ein bisschen taktisch zu variieren? Ja, es ist ein schmaler Grat. Also es ist ein schmaler Grat dahingehend, gerade für ihn, weil er auch jemand ist, dem man schwerlich sagen kann, du mach mal ein bisschen weniger. Weil er natürlich jemand ist, der auch über dieses Laufen, über dieses Rackern kommt. Dadurch ist es natürlich schon möglich, dass ihm ab und zu dann eben die Konzentration und auch die Ruhe im letzten Moment fehlt. Unabhängig davon hat er mit seinem Rackern auch sonst schon mal viel getroffen. Also ich glaube, das darf man ihm auch nicht nehmen. Und unabhängig davon brauchen wir das als Mannschaft auch. Klar brauchen wir auch Tore, aber wir brauchen das auch. Ja, trotzdem gibt es irgendwo vielleicht noch einen Mittelweg, um ihn da vielleicht auch in eine bessere Position vor dem Tor zu bringen, muss man ganz einfach sehen. Haben Sie Rüdiger Hoffmann so weit unten erwartet zum Saisonstart? Oder? Ist ja immer schwierig. Also ich glaube, vor der Saison weiß keiner so richtig, wo man letztendlich steht, wie man auch startet. Ich glaube, Sie selber haben mal gesprochen, dass Sie eine sehr gute Mannschaft haben. Jetzt sind Sie nicht gut gestartet, haben aber jetzt 2-1 gegen Düsseldorf gewonnen in letzter Minute. Ich glaube schon, dass das der Mannschaft irgendwo sehr so dran gibt. Nichtsdestotrotz, bin ich auch ganz ehrlich, ist die Mannschaft jetzt leider nicht das Kaliber von Gladbach 2 oder Viktoria Köln. Und von daher glaube ich schon, dass wir festgewillt sind, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann wird man sehen letztendlich, was dabei rauskommt. Habt ihr sonst noch Fragen? Keine Fragen mehr. Dann vielen Dank. Ja, ich hätte sonst noch eine Geschichte. Ja, bitte. Ich hätte noch eine Geschichte. Es wird nachher nach dem Training so sein, dass die Mannschaft geschlossen irgendwo hinmarschiert und einem sehr großen Fan von Rot-Weiß Essen, dessen Frau überreicht jeder Spieler eine Rose. Weil dieser Fan brutal viel für Rot-Weiß Essen gibt, fast sein ganzes Leben, und er seiner Frau was zurückgeben will. Und ich glaube, dass so eine Geschichte, gibt es mit Sicherheit auch schon mal bei anderen Vereinen, aber ich glaube nicht so häufig. Und ich glaube, dass das eben irgendwo den besonderen Reiz von Rot-Weiß Essen ausmacht und auch den Reiz hier der Hafenstraße. Und die ganze Mannschaft wird, wie gesagt, da geschlossen hinmarschieren. Und ich sage noch eins, ich bin sehr stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein und bei diesem Verein. Und ich glaube, dass wir momentan auf einem guten Weg sind, auch wenn die letzten Ergebnisse logischerweise nicht so waren, wie wir uns alle vorgestellt haben. Aber wenn ich sehe, wie die Fans uns in den ersten Spielen unterstützt haben, in den ersten 6 Spielen, dann muss ich einfach sagen, war das überragend und sensationell. Und wenn das stimmt, sprich die Chemie, Mannschaft, Fans, und diesen Eindruck habe ich momentan, bei aller Enttäuschung, die logischerweise bei Niederlagen vorherrschen, dann bin ich auch enttäuscht, das ist auch völlig normal, dann muss ich sagen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und klar haben wir in den nächsten Wochen
entscheidende Spiele, um diesen Weg dann auch zu untermauern mit Ergebnissen. Weil das ist klar, das braucht man im Fußball immer. Aber es gibt im Fußball so gewisse Gesetzmäßigkeiten. Und ich sage, wenn wir das hinkriegen, und da glaube ich, sind wir momentan dabei, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein als anders. Und es gibt immer, das ist auch so, zwei entscheidende Dinge, um im Fußball erfolgreich zu sein. Oder braucht man vielleicht, um eine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Das ist Zeit und Geld. Und Geld, wir haben für die Liga, ich glaube schon, ganz gute Voraussetzungen. Unabhängig davon wird der Verein wirtschaftlich sehr solide und seriös geführt. Das hindert natürlich manchmal auch ein bisschen, was aber völlig okay ist. Und zum anderen, ja, braucht man natürlich immer Zeit, um gewisse Dinge zu entwickeln und in die richtige Richtung zu bringen. Aber wie gesagt, da sage ich, da sind wir dabei und alle gemeinsam werden wir das auch hinkriegen. Nur der AG. Mit diesem wunderbaren Schlusswort, glaube ich, schließen wir die BK. Danke euch fürs Kommen und bis Freitag.